Er hat sich seiner Entscheidung nicht leicht gemacht. Am Mittwochnachmittag gab 96-Kapitän Lars Stindl seinen Abschied aus Hannover bekannt. Der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach im Sommer bedeutet für ihn eine neue Herausforderung und den nächsten Schritt in seinem Werdegang. Die Zahl der Autogramm- und Fotojäger nach dem Donnerstagstraining spricht dafür, dass die Beliebtheit des 26-Jährigen ungebrochen ist. Bis zum Saisonende wird er für 96 alles geben. Deutlich stellt er heraus, dass der Fokus jetzt ganz klar darauf liegt, den Klassenerhalt zu schaffen, dass wir im Abstiegskampf sind und das gilt abzustellen den nächsten Monat. Vor 96 liegen entscheidende Wochen. Trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge blickt Stindl mit Zuversicht auf die nächsten Spiele gegen Frankfurt und Hertha BSC. Positiv stimmt mich einfach die Art und Weise, die wir in gewissen Phasen und in manchen Spielen gezeigt haben, dass wir es wirklich können, dass wir es drauf haben, dass wir uns den Kopf jetzt in den zwei Wochen frei bekommen müssen, uns darauf besinnen, was wir in der Hinrunde gezeigt haben, wo wir auch die Punkte geholt haben. Und dann bin ich, obwohl es schwerfällt, natürlich sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden in der laufenden Runde. Wer ihn kennt, weiß, der Kapitän wird in den letzten 8 Spielen als Leader vorangehen. Und natürlich wird man ihn danach bei 96 vermissen. Aber Stindl betont, und es geht immer um das große Ganze, um den Verein. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Es geht für mich jetzt um die Situation hier mit 96 und ab Sommer wird der Verein schon eine Lösung finden, davon bin ich überzeugt. Und bis zum Sommer heißt es, alles für 96 und bestimmt noch ganz viele Autogramme geben.